Jetzt sind wir in Liestl mal den Genussmarkt anschauen und dann haben wir hier in der Rosengasse gerade die Eröffnung noch beiwohnen. Der Tobias Eggimann hat eingeladen. Es ist nämlich die Eröffnung von der Genusswoche. Und ich finde, das ist noch bezeichnend. Es ist jetzt ein bisschen triebes Wetter, aber ich bin überzeugt, in den nächsten 5-6 Wochen scheint für jeden Genießer die Sonne. Zumindest im Magen. Tobias, was habt ihr jetzt frisch gemacht? Ich habe gemerkt, ich glaube, es ist der dritte Genusswoche, die ihr macht. Das geht länger als je zuvor. Es sind sogar schon die 6. Genusswoche und das passt. Wir haben es verlängert von 10 Tagen auf 6 Wochen. Weil wir haben gemerkt, es bietet so viel Potenzial und wir wollen das ausschöpfen. Und wegen dem ist jetzt die Genusswoche ganze 6 Wochen lang. Jedes Mal hast du auch eine ziemlich spezielle Eröffnung gemacht, auch diesmal. Wir sind mitten in einer Weinstrasse. Die Idee war, dass wir den Baselbieter Wein inszenieren und wir haben gefunden, wie besser als mit der Eröffnung. Wir haben jetzt hier 10 Produzenten gewinnen, die mitmachen und ihre Wein zum Degustieren anbieten. Wir haben hervorragenden weißen Wein, wir haben tollen roten Wein und ich glaube, so kann man das hier erfahren. Und das Wichtigste ist natürlich, dass das Tröpfchen ist aus der Region, wie auch alles andere, was in der Genusswoche hier angeboten wird, gehen wir auf die verschiedenen Wochen hin. Highlights dieses Jahr, da haben ein paar richtige Pfähle eingeschlagen. Ja, persönlich freue ich mich zum Beispiel aufs Kniggedinner. Das ist am 21. September hier in Liestl, auch im Engel. Und dort geht es darum, dass man seine Benimmregeln auf Vordermann bringen kann. Wir haben einen Kniggen-Experten eingeladen, den Cristiano Moro. Und der führt durch oben mit vielen Anekdoten, erzählt, was man sollte und was man eben nicht sollte. Und das selbstverständlich bei einem Baselbieter-Menü. Wie ist es denn, wenn man auf einen Hof will oder so? Es hat ja ganz verschiedene Angebote. Muss man sich da immer anmelden oder ist jedes Event immer zeitlich terminiert? Es gibt Events, die die ganzen 6 Wochen durch stattfinden. Zum Beispiel bieten viele Restaurants Rezepte, Menüs an. Basel bietet Menüs dann die ganze Zeit. Es gibt aber auch spezielle Anlässe und dort muss man sich auf jeden Fall anmelden. Also ich habe sogar noch einmal gesehen, es wird Wildsauwurst gemacht, produziert und serviert. Und ich würde sagen, wir stoßen an auf die Genusswochen, die kommen. Dient euch informieren, das Programm gut anschauen. Ich bin überzeugt, es hat für jeden etwas dabei. Und ich genieße jetzt hier mit dir das Tröpfchen. Das wäre auch ein Knick gewesen. Man hätte vielleicht am Anfang anstoßen müssen. Soll gelten.